Ich habe keine 3000 Euro für eine Pflegepuppe übrig. Deswegen kommt hier Tim. 13 Euro Hartplastik-Torso von eBay. Dazu jede Menge Drainagen zum Einlegen. Und alles, was man dann noch braucht, ist ein kleiner Handbohrer und ein paar Auszubildende, die Lust haben zu basteln. Dazu ein Stoma mit einem alten Wundaufkleber aus der Halloween-Zeit. Und am Ende hat man so einen schönen Plastiktorso mit jeder Menge Material zum Üben. Als i-Tüpfelchen noch ein Waschmaschinenschlauch, um ein Tracheostoma bauen zu können. Dafür ein großes Loch bohren, den Schlauch abschneiden und einlegen und schon kann man das Trachealkanülenmanagement erlernen. Was gibt's an der Puppe? Unten eine Subkutankanüle, dann das Stoma, hier die Pleuradrainage, die PED, darunter der suprapubische Katheter, dann die Ascites-Drainage, die Portnadel, hier an der Seite die Insulinpumpe und hinten kann man die Nierendrainage sehen. Also alles in allem eine super Puppe zum Experimentieren und zum Ausprobieren für nicht mal 20 Euro.